Ja, wenn Menschen zu mir kommen und mich wegen der Farbberatung ansprechen oder sagen, sie haben Interesse daran, dann frage ich auch so ein bisschen nach dem Hintergrund, also die Fragen an mich sind bezüglich der Farbberatung. Und dann stellt sich meistens heraus, dass doch immer wieder in ähnlicher Form gesagt wird, ich habe so eine große Unsicherheit, ich weiß einfach nicht, welche Farbe mir optimal steht. Und das ist ganz interessant, weil in der Beratung frage ich dann natürlich auch nach, wie denn die Farben so in der Garderobe sind, welche Farben überwiegen. Und da gibt es auch unterschiedliche Entwicklungen aufgrund dieser Unsicherheit. Viele Menschen kaufen dann im Laufe der Jahre nur noch gedeckte Farben, haben vielleicht Grau, Blau und Schwarz im Kleiderschrank, vielleicht noch Weiß, um einfach keine Fehler zu machen. Und andere gehen ins andere Extrem, die kaufen kunterbunt ein. Egal was, ich sag mal, Trendfarbe ist, ob das Senfgelb ist oder Pink, das wird eingekauft. Und das heißt, der Kleiderschrank ist vollkommen gefüllt mit allen Farben, die es gibt, also sämtlicher Farbtypen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da eine ganze Menge an Kleidung rein farbtechnisch ist, die der Person einfach steht. Das Interessante ist, das fühlt die Person oft und die Kleidung wird einfach nicht angezogen, also sogenannte Platzhalter. Was mich an der Farbberatung, die ja der erste Step, das erste wichtige Modul im Styling-Prozess ist, das ist wie bei allen anderen Modulen auch, dass ich weiß, diese Unsicherheit kann ich der Kundin oder dem Kunden innerhalb dieser 2 Stunden, so lange dauert die Farbberatung, sie ist in einen Theorie- und Praxisteil aufgeteilt, nebenbei bemerkt, diese Unsicherheit, die kann ich innerhalb dieser 2 Stunden komplett nehmen. Also wir wissen am Ende, welcher Farbtyp die Person ist und daraus erschließt sich was ganz Wichtiges. Sie weiß dann, diese Farbpalette, die sich aufgrund des Farbtyps ergibt, die passt zu mir aufgrund verschiedenster Kriterien, die ich natürlich alle fundiert erklärt habe. Den Nutzen, den dann jeder davon hat, das ist der, dass ich natürlich erstmal wieder richtig Spaß habe, mich anzuziehen, wenn ich dann wirklich auch konsequent so einkaufe, weil ich dann farbtechnisch einfach eine optimale Garderobe habe zum Ersten. Das Zweite ist, dass ich viel entspannter einkaufe, ja, weil ich kann alles, was so an Trendfarbe sonst da ist, die mir nicht steht, liegen lassen, gehe da sozusagen schön meinem roten Faden nach und baue so sukzessive einfach eine tolle Kleidung auf, die mich einfach toll in Erscheinung treten lässt. Wichtig ist allerdings, dass die Person einfach dann im Farbdossier, was sie bekommt, immer wieder auch hineinliest und dass sie diese Inhalte wirklich auch über Farben wirklich sensibilisiert betrachtet. Und dann ist das eine ganz tolle, weitreichende Beratung. Ja, und das begeistert mich.